Das ist eigentlich nichts Persönliches jetzt. Ja? Das ist, weil man es machen muss. Ich habe gar nichts gegen Läuse. Läuse sind eigentlich ganz putzige Tiere. Die sitzen am Stängel, die machen nichts, die sitzen da einfach nur. Aber, naja, sie fressen halt an. Ja? Und das ist bei so einer Pflanze hier, ja, bei so einer Dahlie, ist es schlecht. Weil wenn die Knospen gerade kommen und die Läuse saugen daran, dann kommen die nicht mehr zur Blüte. Und das ist ja genau das, was man möchte. Dafür macht man sich ja die ganze Arbeit, dass man am Ende sich an der Blüte erfreuen kann. Also muss ich diese kleinen Tiere jetzt hier ein bisschen bearbeiten. Und mit was mache ich das? Das mache ich mit dem hier. Ja, da ist einfach nur Seifenlauge drin und ein bisschen Brennnesseljauche, was natürlich super riecht. Und damit sprühe ich die ein. Ne? Das muss man. Das ist eigentlich ganz simpel. Und es ist ja auch so, wenn man Läuse bekämpfen möchte, dann muss man Ameisen auch bekämpfen. Weil letztendlich sind diese Läuse eigentlich nur Nutztiere der Ameisen. Die Ameisen schnappen diese Läuse und bringen die bis hoch auf die Blätter und auf die Stängel, setzen die da ab, beschützen die auch vor anderen Insekten und melken die da aber dafür. Also dieser Honigtau-ähnliche Sirup, den die Läuse sozusagen fabrizieren, den kriegen die durch so ein kleines Trommeln auf den Hinterleib rausgepresst, schnappen ihn und tragen ihn in den Bau runter, um ihre Brut zu füttern. Und das heißt also, wenn man diese Beschützer und diese Träger nicht hat, dann hat man auch gleich viel weniger Läuse. Und was auch noch super hilft, das sind Marienkäfer. Marienkäfer fressen Läuse. Und noch mehr Läuse, hat man das Gefühl jedenfalls, fressen die Marienkäferlarven. Das sind so kleine Kriechtiere, die für die meisten Leute erschreckend aussehen, aber die total hilfreich sind. Ja? Dann hat man hier so Fressmaschinen drauf, die die Stängel ablaufen und Laus für Laus killen. Ja? Wenn man einen schwarzen Stängel hat, schwarz von Läusen, und setzt da eine Marienkäferlarve drauf, dann ist am nächsten Tag der Stängel wie geputzt. Also ganz phänomenal, was die wegarbeiten, bevor sie sich dann verpuppen und Marienkäfer werden. Aber man sollte immer abwägen. Bei so einer kurz vor der Blüte stehenden Pflanze würde ich jetzt halt sagen, naja, jetzt muss man halt mal sprühen, damit wenigstens noch die eine oder andere Blüte rauskommt. Aber früher im Jahr kann man auch andere Dinge tun. So, wo seid ihr denn alle? Hallo? Wo habt ihr euch versteckt? Komm. Ich krieg euch sowieso. Interessant, wenn man über Läuse redet, scheinen die auch schon zu flüchten. Also irgendwie haben die den Braten gerochen. Okay, also hier ist noch ein ganzer schwarzer Stängel, aber da hinten war gestern noch viel mehr los. Na gut, sprühen wir halt hier nochmal. So, ja, tut mir leid, so ist halt im Leben. Geben und nehmen.